Ich erzähle euch eine schöne Geschichte jetzt so, die passiert ist mit einem unserer Schujuch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Er war eines Tages an einem Ort und dann kamen diese Frechdachse, ihr wisst, diese Unerzogenen, die in jeder Zeit da sind, aber Alhamdulillah, Allah ihnen niemals eine Stellung geben wird. Und er hat unseren Scheich befragt nach einem Präsidenten. Er sagte zu ihm, was sagst du über diesen und jenen Präsidenten? Und er nannte ihn einen Präsidenten. Das ist schon lange her. So sagte der Scheich, für mich ist er ein Muslim. Dann sagte dieser unerzogene Takfiri, dann bist du ebenfalls ein Kafir. Denn wer nicht den Kafir zum Kafir erklärt, ist ebenfalls Kafir. Ist die Geschichte vorbei? Nein. Dann sagte der Scheich zu ihm, zu diesem Unerzogenen, und die meisten von ihnen sind nicht mal in der Lage, den Wudu richtig zu machen, liebe Geschwister, die Gebetswaschung. Er sagte zu ihnen, wie siehst du denjenigen, der nicht betet? Was ist das Urteil desjenigen, der nicht betet? Er sagte, dieser ist für mich ein Kafir. Dann sagte der Scheich zu ihm, so musst du wissen, dass Imam al-Shafi'i für dich ein Kafir ist. Er sagte, wieso? Er sagte, Imam al-Shafi'i sieht nicht den Unterlasser des Gebets als Kafir. Und An-Nawawi rahimullah ta'ala hat das übertragen über ihn. Er sieht nicht denjenigen, der das Gebet unterlässt, als Kafir. Und wenn du sagst, dass derjenige Kafir ist, den du als Kafir siehst, dass derjenige Kafir ist, der nicht den Kafir zum Kafir erklärt, so ist Imam al-Shafi'i ein Kafir für dich. Und nicht nur das, auch Imam Ahmad. Er sagte, was? Auch Imam Ahmad? Er sagte, ja. Imam Ahmad war der Schüler von al-Shafi'i. Und Imam Ahmad hat den Unterlasser des Gebets als Kafir gesehen. Und so ist Imam Ahmad auch ein Kafir, weil er al-Shafi'i, sein Lehrer, der den Unterlasser des Gebets nicht als Kafir gesehen hat, so muss Imam Ahmad auch ein Kafir sein, weil er hat nicht denjenigen des Takfir bezichtigt, den er selber als Kafir sieht. Der junge Mann sagte dann, Sheikh, verzeih mir, aber wir sind ein bisschen durcheinander. Das ist die Hohlheit von diesen Leuten. Das ist die Hohlheit von diesen Leuten. Wie ich euch gesagt habe, zwei Gehirnzellen und der Rest, Allahul Musta'an.